Der zweite Attentat auf Donald Trump in weniger als 2 Monaten hat zu einer weltweiten Debatte über die Wirkung von linksgrüner Hetz- und Hassrede. Zum Glück. Denn die Linksgrünen sind der Auffassung, sie haben Narrenfreiheit. Sie können alle Leute beschimpfen, hemmungslos. Wenn sie selber beschimpft würden, dann ist das natürlich immer Hass- und Hetzrede. Das können wir auch genau hier sehen in Deutschland. Also die Art und Weise, wie die AfD zum Teil beschimpft wird, ist einfach unglaublich. Und es hat wirklich eine enorme Parallelität zu dem, was in den Vereinigten Staaten passiert ist. Das heißt, auch die Linksgrünen tragen dazu bei, dass sich die Stimmung in Deutschland zunehmend polarisiert. Was ist konkret hier passiert? Was ist der Vorwurf von Donald Trump an die Demokraten? Und da werden wir ein paar Pressestatements dazu hören. Nach einem zweiten Attentatsversuch auf ihn hat der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump die Rhetorik von Präsident Joe Biden und Vizepräsident Kamala Harris, seiner Gegenkandidaten, für die Tat verantwortlich gemacht. Der Angreifer habe die Rhetorik von Biden und Harris geglaubt und danach gehandelt, sagte er dem Sender Fox News. Deren Anschuldigungen führten dazu, dass auf ihn geschossen werde. Interessanterweise hat die FAZ dazu kommentiert, ja, und darum geht es hier. Es geht darum, wie die Medien eben mit dieser Situation umgehen, ob tatsächlich diese ganze extreme Rhetorik des linksgrünen Lagers tatsächlich eben zu solchen Gewalttaten führt. Die FAZ hat das übernommen und die sagt, tatsächlich muss man das ernst nehmen, denn tatsächlich diese ganze Polarisierung in den Vereinigten Staaten, die wir auch hier in Deutschland sehen, die wir eigentlich überall sehen, führt dazu, dass es eben zu solchen Attentaten kommt, eben auf Leute aus dem konservativen rechten Lager. Und so schreibt die FAZ heute, der mutmaßliche Täter hat sich im Netz so über die Wahl und Trump geäußert, wie man das von Demokraten kennt, also von den US-Demokraten, also von den, ja, von den dortigen Linken sozusagen, dass die Demokratie auf dem Spiel stehe. Ob das ausschlaggebend für sein Vorgehen war, weiß man nicht, aber es zeigt nicht zum ersten Mal, dass politische Rhetorik potenziell gefährlich sein kann. Und das, warum ist das so wichtig ist, ja, ist, weil die Linken sagen immer, ja, die Rechten eben würden irgendwie Hetze betreiben und das würde irgendwie zu Gewalt führen. Zum Beispiel in den letzten Monaten dieses Jahres gab es ja wirklich sehr viel politische Gewalt, eine ganze Reihe von, ja, Politikern wurden verprügelt, ja, in Wahlkampfveranstaltungen und so weiter. Ja, und wenn ein SPDler eben verprügelt wurde oder irgendwie ein, ja, Opfer eines Attentats wurde oder zum Beispiel, wenn Ricarda Lang, ja, irgendwo nicht reingehen kommen konnte, weil der Veranstaltungssaal blockiert wurde, das war ganz schrecklich, das war fürchterlich und so weiter, was auch tatsächlich der Fall ist. Ja, das ist ein Angriff auf unser politisches System, auf die Meinungsfreiheit, auf die Versammlungsfreiheit, also alles Grundrechte. Ja, so, wenn das allerdings mit der anderen Seite passiert, ist das völlig wurscht. Ja? Das interessiert den Leuten überhaupt nicht, insbesondere nicht den Linken. Da ist einfach totales Schweigen. Ja? Und ich habe das wirklich sehr oft thematisiert, weil ich selber gewissermaßen ein Opfer bin. Jeder Mensch, der sich für das Lebensrecht einsetzt in der Öffentlichkeit oder zum Beispiel gegen Gender in den Schulen und solche Sachen, erlebt wirklich immer, ja, wie er wirklich blockiert wird, wie die Linksradikalen stören. Ja, das heißt, diese Leute haben eine unglaubliche Missachtung eben für diese Grundrechte. Ja, und sie meinen, ja, wir dürfen das machen, weil wir verteidigen Demokratie, ja, wir verteidigen die Menschenrechte etc. etc. Ja, das heißt, sie sagen, wir definieren, wer solche Grundrechte besitzt und wer eben nicht. Und inzwischen ist es eben tatsächlich so, durch diesen zweiten Attentat, dass eben eine Debatte entstanden ist, ob eben die Linksgrünen eben auch nicht zu dieser Situation, zu diesem Klima beitragen. Und deshalb möchte ich noch einen weiteren Beitrag lesen hier aus der FAZ, und zwar eine Übersetzung eines Kommentars des Corriere della Sera. Das ist eine italienische Zeitung, das ist, ich glaube, die wichtigste oder die einflussreichste Zeitung in Italien, und die kann man einmal so einordnen, politisch, ja, oder ideologisch, so ungefähr wie die Süddeutsche Zeitung. Also es ist eine linke Zeitung, aber die geht natürlich nicht so weit wie die Frankfurter Rundschau oder wie die Taz oder sowas. Das heißt, hier würde man die als, ja, links Mitte, ja, Mitte-Links bezeichnen, ja. Und die geben sich wirklich sehr reuig. Die sagen also, es gibt ein Problem von Hass- und Hetzrede im
linksgrünen Milieu, welches tatsächlich zu solchen Sachen führt. Und warum ich hier gerne italienische Zeitungen zitiere, ich habe das neulich auch zum Beispiel mit der Repubblica gemacht, ist, weil die Italiener meines Erachtens, ja, nach meiner Beobachtung, sind die ersten, die so politische Stimmung, also neue politische Stimmung erfassen und eben dann auch wiedergeben, verbal, in Kommentaren und so weiter. Das heißt, die haben schon kapiert, ja, dass diese ganze Hetzrede des links-grünen Milieus wahrscheinlich inzwischen kontraproduktiv ist. Ja, also gestern zum Beispiel gab es eine unglaubliche Sendung im ARD, meine ich, das ist die 100 oder so. Also das war eine reine Propagandasendung gegen die AfD. Ja, man kann gerne die AfD kritisieren und so weiter, aber ich meine, wenn ein öffentlich-rechtlicher Sender eben so massiv Propaganda betreibt, ja, das erinnert wirklich an die Deutsche Demokratische Republik. Ja, also ich meine, ein Staatssender kann so eine Propagandasendung nicht machen, ja, und das führt eben zu dieser ganzen Stimmung, die wir jetzt gerade in der Gesellschaft sehen, ja, und interessanterweise haben das Italiener eben inzwischen kapiert, ja, ich hoffe, dass es auch die Kirchenleute, denn vorneweg bei dieser ganzen Hetze gegen die AfD und so weiter, sind ja die Kirchen, ja, das ist ja das Erstaunliche, das heißt, sie werfen auch der AfD genau das vor, was zum Beispiel in den Vereinigten Staaten man Donald Trump vorwirft. Das heißt, er will die Demokratie zerstören. Ja, er ruft eben zu Aufruhren, zu Rebellionen auf. Ja, und so weiter und so fort. Ja, aber die sagen nie zum Beispiel, was zum Teil bei den in diesen ganzen grünen Untergruppen irgendwie diskutiert wird. Oder zum Beispiel bei der Linkspartei. Ja, da ist totales Schweigen. Und das sind wirklich Extremisten unterwegs, die unglaubliche Sachen erzählen. Ja. Und sich auch mit Extremisten eben verbrüdern, um eben gegen Konservative zu protestieren. Ja, und das ist alles egal. Und das Problem ist folgendes, man sieht hier, dass diese ganzen Heinis, die eben diese Hetze, diese linksgrüne Hetze und Hassrede führen, sie sind wohl mental noch in den 90er Jahren. Das heißt, die glauben der Bevölkerung, ja, akzeptiert einfach das, was sie sagen, einfach bedingungslos, ohne darüber nachzudenken. Das heißt, die haben gar nicht mitgekriegt, dass es inzwischen ja Internet gibt, dass es soziale Netzwerke gibt und so weiter, wo diese Dinge auch kritisiert werden. Ja, das heißt, es ist nicht so, dass die Leute nur noch auf hören, auf was im ARD gesagt wird oder im ZDF gesagt wird oder in der Frankfurter Rundschau oder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und so weiter. Nein, die Leute bilden sich ihre Meinung mit ganz anderen Quellen. Ja, und deshalb sehen die Leute auch diese unglaubliche Ungerechtigkeit, die herrscht. Aber jetzt erst zum Artikel, also diesem kurzen Kommentar vom Corriere della Sera, der so interessant ist, weil da merkt man, auch die Linken haben inzwischen kapiert, sie müssen eine andere Rede verwenden, denn das könnte wahrscheinlich auf sie zurückfallen. Und zwar, die meisten progressiven Medien, und damit meint dieser Zeitung die linken Medien, haben sich einen Widerstandsjournalismus zu eigen gemacht. Sehen Sie hier in Deutschland exakt so. Bei dem der Zweck die Mittel heiligt. Also Sie sehen, wie präzise das die beschreiben. Ja? Und deshalb finde ich das so wertvoll und deshalb möchte ich Ihnen das hier weitergeben. Wie die Titelseiten einflussreicher Zeitschriften, auf denen Trump als Adolf Hitler oder Benito Mussolini dargestellt wurde, uns daran erinnern, ist der Übergang vom verbalen und politischen Widerstand zum bewaffneten Widerstand nicht für jeden unüberwindbar. Ja, also viele sagen, okay, wenn das so ist, dann müssen wir eben zu solchen Taten greifen. Wenn man predigt, dass der Mann eine Gefahr für die Demokratie und die Freiheit ist, ja, also das können Sie genau hier anwenden in Deutschland, jeden Tag, könnte dann der, dem es gelingt, ihn zu töten, auf die Dankbarkeit künftiger Generationen hoffen? Fragezeichen. Es gibt einen Nährboden für Gewalt, der auch durch ideologische Exzesse erzeugt wird. Doppelpunkt. Zerbrechliche Gemüter, gestörte Individuen können davon träumen, als Helden in die Geschichte einzugehen und uns von einem Monster zu befreien. Das eben der Corriere della Sera, eine linke Zeitung. Das heißt, die haben gemerkt, es braut sich etwas wirklich Explosives, ja, und zwar aufgrund der Tatsache, dass diese ganzen Linken und Grünen der Auffassung sind, sie haben Narrenfreiheit, ja, sie haben die Moral gepachtet, sie definieren, was richtig und was falsch ist, sie definieren, was gut und was böse ist, ja. Und das darf auch nicht irgendwie in Frage gestellt werden. Und das ist interessant, dass eben diese Debatte jetzt kommt auch nach Europa, zumindest nach Italien. Ich bin gespannt, wie man in Deutschland damit
umgeht, ja. Denn das, was wir zurzeit sehen, ja, ist wirklich unglaublich. Also dieses ganze Jahr ist einfach unglaublich. Wie gesagt, es gibt tatsächlich inzwischen die sozialen Netzwerke und deshalb gibt es eine gewisse Reaktion dagegen. Es gibt einen Widerstand dagegen. Siehe allein zum Beispiel das Verbot von Kompakt, ja. Also das konnte Nancy Faeser so nicht durchsetzen und viele Leute, Verfassungsrechtler und so weiter, also Leute, die mit Kompakt nichts zu tun haben, gesagt, also das geht doch nicht. Ich nehme an, diese Dame hat wohl gedacht, aha, ich werde diese bösen Rechten jetzt verbieten und niemand wird die beschützen. Das ist wohl das Kalkül von diesen Leuten. Aber erfreulicherweise gibt es immer mehr Leute, die merken, was wir hier haben, ist wirklich ein Sperrfeuer auf alles, was jetzt nicht links ist. Und das muss unbedingt eben beendet werden. Wir müssen unbedingt Widerstand gegen diese völlige einseitige Berichterstattung und diese unglaubliche Hetz- und Hassrede seitens des links-grünen Milieus. Ich hoffe, dass solche Sachen, solche Artikel wie im Corriere della Sera auch irgendwie manchen Leuten bei den Grünen etc. eben zum Nachdenken bringen, ja, die jetzt zum Beispiel X zensieren wollen oder X sogar verbieten wollen und so weiter. Also ich hoffe, dass hier eine Debatte entsteht. Und damit diese Debatte entsteht, ist es wichtig, dass diese Dinge auch verbreitet werden. Deshalb wäre ich Ihnen auch mal wieder dankbar, wenn Sie dieses Video verbreiten könnten, damit eben viele Leute merken, wir müssen zusehen, dass hier auch eine Debatte über die linksgrüne Hetz- und Hassrede entsteht. Vielen Dank.